Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Kebab Chef, den Restaurant Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Und heute mit dabei die liebe Skadi. Hallöchen, die Lieben. Wo bist du denn? Ich bin gerade auf dem Weg. Ach hier, der Fleischtransport kommt. Ja, Skadi, wir brauchen Fleisch. Oh, jetzt hat es geklingelt. Ja. War das bei dir? Ist gut. Ja, also, aber ist nicht schlimm. Nee, das war die Türklingel vorne. Wahrscheinlich. So. Also unsere Türklingel vorne. So, pass auf, ich schmeiß uns schon mal einen Grill, also ich bereite uns schon mal beide Grills vor. Ja. Wir haben nämlich heute ein bisschen was vor, Leute. Wir wollen nämlich heute den nächsten Gourmet einladen. Upsi. Der gute Toni. Der gute weil Toni, weil überhaupt? Toni Gebäck für uns hat. Ach, das ist der Gebäck-Toni? Ja, Toni ist... sexy. Das ist natürlich richtig sexy. Der wird uns ganz neue Rezepte ermöglichen. Sehr gut. So, deswegen, wir müssen, nur einmal ganz kurz, dass ihr einen Überblick bekommt, noch 4 einfache Kebabs servieren, 2 einfache Dönerteller und 1 Hühnersuppe. So, das haben wir soweit alles schon vorbereitet. Und dann kriegen wir auch noch ein paar neue Geräte von dem lieben Toni. Die Hühnersuppe ist vorbereitet tatsächlich. Ja, steht Kebab schon. Kebab ist soweit vorbereitet. Da würde ich jetzt einmal fertig machen, das Ganze. So, dann machen wir Teller her hier. Einmal, dann brauchen wir einmal... Upsala. Aber hier unten haben wir noch den Spieß. So, einmal grüne Paprika drauf. Können wir schon mal anbrennen. Einmal die Kartoffeln drauf und einmal, was war es noch? Der einfache Kebab, den mache ich hier gerade. Den Dönerteller einfach Kebab. Das haben wir hier. So. Also ich mache ja einen Dönerteller. Ja, ich mache den einfachen Kebab. Ja, genau. Den Spieß. Genau. So, perfekt. So, dann brauchen wir ein Dönermesser. Dann können wir nämlich hier auch schon mal 5 Scheiben abschneiden. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. So, dann kann das wieder ein bisschen durchbrutzeln. Oh, wie sieht's hier aus? Ah, die Tomaten sind ein bisschen Nachzügler. Komm schon. Oh. Ja, ich hoffe, das verbrennt jetzt noch nicht. Sehr gut. Dann hier die 5 Scheiben drauf. Zap, zap, zap. Und dann haben wir das Essen fertig. So. Gut, perfekt. 199,100. So, ja, unser ich auch. So, Tomatensüppchen aber auch schon. Jetzt brauchen wir noch den Spieß tatsächlich. Nein. Ich habe doch den Spieß da gerade hingelegt. Den einfach... Ach. Wow. Du hast haben ihn nicht auch auf den zweiten Dings gelegt, oder? Doch, natürlich. Oh. Ich glaube, der ist wegge... Oh nein. Deswegen haben wir auch das Gleiche. Das geht aber schnell. Ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja, warte mal, dann bereite ich zumindest schon mal den neuen Teller vor. Knoblauch und grüne Paprika. So, Fleisch ist schon drauf. So, okay, grüne Paprika. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, da hätten wir uns jetzt ein bisschen besser absprechen sollen. Das war jetzt ein bisschen... Ja, das stimmt. So, warte mal. Drüber nachgedacht, dass wir vielleicht das gleiche anlaufen. Kartoffeln? Hey, was machst du? Nein? Mal vorbereiten. Aber alles nicht das, gut, was du für mich machst. Entspann dich. Ich mach doch nicht für dich, ich mach doch für mich. Ja, das merke ich schon. So. Okay. Das ist schon meine Vorbereitung für den nächsten Dönerteller. Mach du mal deins, ich mach mal meins. Ja, ich mach Dönerteller, du machst Kebabspieß. Ja. So. Ganz einfache Nummer. Wie sieht's aus mit dem Kebabspieß? Hast du fertig? So gut wie, nur noch das hier muss warm werden. Ja, ich mach auf, ne? Mach das. Open the door, kommen Sie rein. Wunderschönen guten Tag. Heute wieder hier geöffnet für Sie. Ne, wir haben einige Angebote. Ja, wir hatten schon mal mehr. Einige Angebote haben wir heute. Oh, der wird ein Spieß, tatsächlich. Kommt. Frisch. Okay, aus der Küche. Tu den mal hin. So? So, perfekt. So, jetzt darf ich ihn da auch hinsetzen. So, 199,100. Ja, du hattest 98. Nein, ich hatte auch 99. Das ist doch 198,100. Nein, hatte ich nicht. Rein mit mir, du bist Küchenhilfe. Ich bin ziemlich sicher, dass das so war. So, gut. Jetzt müssen wir mal schauen, dass die hier richtig schön... Oh, die Hühnersuppe haben wir schon voll. Noch 3 Kebabsen und 2 Dönertellerzen. Dann haben wir es soweit. Bin ich ja mal gespannt. Oh, stand da, wie viel Kundschaft heute erwartet wird? Ich habe es gar nicht gesehen. Da habe ich nicht drauf geachtet. So, der Kollege ist schon fertig hier. So, einmal bezahlen. Perfekt. Dann können wir nämlich schon die nächste Kundschaft empfangen. So, Dankeschön. Der eine Tisch hiervon ist noch ein bisschen lieblos, ne? Da fehlt ein bisschen die Deko, muss ich echt zugeben. Ja, dann musst du da, glaube ich, nochmal Geld ausgeben. Ich habe überlegt, weißt du, was ich echt überlegt habe? Was hast du denn so überlegt? Die großen Tücher verkaufe und kleine Tücher reinmache, weil die sich sowieso nur einzeln an den Tisch setzen. Stimmt. Das nervt mich übelst hart. Warum setzen die sich eigentlich nur einzeln da dran? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die mögen sich gegenseitig nicht.
Aber jetzt ist jetzt wieder was weggepackt hier? Ey, ohne Witz, ne? Was denn? Hier sind ja schon wieder Sachen weggepackt, oder? Mir jetzt nicht aufgefallen. Ich glaube, wir sollten nicht an einer Sache gleichzeitig rumhantieren, oder? Kann das. Nee, oder? Ich weiß es nicht. Könnten auch die zwei Teller sein. Nee, passt. Was machst du denn? Wieder Gott. War ich jetzt erschrocken? Das war der Dings hier, der. Halleluja. Ich setze jetzt dein ganzes Restaurant in Brand. Also so, ich kann dir sagen, ey, ich werde die großen Tücher verkaufe ich nur noch kleine Tücher. Hm. Die sitzen da immer einzeln dran. Ohne Witz. Ja. Das ist voll doof eigentlich. Ja, dafür braucht man halt nicht diese großen, die so Platz wegnehmen, ne? Null. Überhaupt nicht. So hat's geschmeckt. Danke. Der Lächeln her. Hm. Weil das ist ja wirklich platztechnisch ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. So, den gefällt's auch. Perfekt. So, Süppchen, wie sieht's da aus? Also gerade diese vier Dinge, also hier für vier Personen, ne? Zwei einfache Kebabs und dann haben wir's. Sehr gut. Zwei einfache Kebabs und dann haben wir's. Nicht Suppe, Kebab. Hier, guck mal. So, oh, hier, der erste Kebab-Kandidat. So, Suppe ist alle, kommt direkt wieder nach. Der erste Kebab-Kandidat ist am Start. So, mal auch abkassiert. Perfekto. Die Lady hier ist auch schon fertig. Ach nee, ist noch nicht. Komm, schneller essen. Wir wollen noch mehr Kunden mit Ihnen hier. Schneller. Rein die Suppe. Die ist nicht heiß. Mund auf, Kopf hinter. Ich schütze. Und lecken Sie bitte den Teller sauber. Das erspart uns Arbeit. Richtig, da müssen wir nämlich nicht aufwachen. So. Da hinten die Süppchen war auch gut. Wunderbar, freut uns sehr. Oh, einfacher Kebab, okay. Soll ich schon mal auf den Grill legen? Ja, bitte. Ja, wenn wir nur noch einen... Ja, doch, wenn wir nur noch einen haben, kannst du schon mal grillen, ja. Kannst du schon mal machen. So, der Seo ist auch fertig hier. Perfekt, dem hat es auch gemundet. Und ihn schmeckt. Oh, die hat nachgesalzt. Die hat die Suppe nachgesalzen. Ja, manche brauchen das halt ein bisschen... Eieieiei. Die hat die Suppe nachgesalzen. Mm. Bist du nicht verliebt? Fehlt Salz in der Suppe oder was? Sagt man doch so, ne? Ja, ja. Wenn es zu salzig ist, man verliebt oder irgend sowas. Genau, genau. So, ich mache jetzt hier einmal noch den Aufwasch schnell. Zap, zap, rap, schnippidi, schnupp. Die Geschichte so. Hier noch einmal. Kebab ist schon fertig. Hast du fertig? Dann mal, hau mal rein, das Ding. Oh, so, guck mal, der holt jetzt den letzten. Kannst du direkt dann... Ist richtig gut. Nehmen Sie es weg da, los. Los. Schnapp ihn dir, Löwe. Schnapp ihn dir, Löwe. Los. Oh mein Gott, ey, jetzt aber. So. Wieso? Gut, dann mach... Da. Was? Sie sind jetzt bereit. Oh. Ich warte auf deine Einladung. Geil. Kannst du mal ganz kurz dich vorne kümmern um den Service? Ich würde mal ganz kurz hier mein Dings noch fertig machen. Lass den Typi mal ein. Auch noch ein Gericht da. Ja, 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 warte. Jetzt zwei, lad ihn schnell ein. Drei, vier. Jetzt setz mich nicht, verdammt nochmal. Es ist nur noch du ein Kebab da. So, hast Moment. Ihn schon eingeladen? Ich lade ihn jetzt ein, okay? Invite. So, ich werde morgen da morgen sein. Ist er da. Sehr schön. So, ich hätte die haben mir richtig Dreck hingepackt. Was soll denn das? Warum fressen die jetzt alle Suppe? Ey, ich habe mein Dings hier, habe ich fertig. Hier, mein nächsten, warte mal. Ich kann doch easy peasy das hier... Ah, nee, geht nicht. Kann mal einer hier den einfachen Döner-Teller wegnehmen, bitte? Guck mal, was will der? Wenn der den nicht nimmt, löscht du den einfach. Ja, aber wenn du den, jetzt das Fleisch, wenn wir das morgen auf den Grill legen, müsste das nicht trotzdem funktionieren, weil es dann ja wieder warm ist? Also selbst wenn wir das jetzt heute nicht mehr draufpacken können? Weiß nicht. Die essen alle Suppe, das ist doch scheiße. Jetzt habe ich hier meinen Teller in der Hand. Ist vorbei, der Tag. Das hat sich erledigt. Ist vorbei, ja? Ja. Ist vorbei. Der Tag ist vorbei. Ist vorbei. Wir sollen aufräumen. Ey, Service, hier die Tücher. Da drüben die Tücher, die sind alle fertig. Ja, ich putz gerade. Service. Darf da nicht wahr sein. Ja, Hühnersuppe ist auch alle. Scheiße, ey. Du kriegst keine mehr, kannst dich verpissen hier. Kannst doch einen Döner-Teller haben, der ist doch schön warm. Hier, nimm den Döner-Teller. Nimm den, das wäre noch cool, ne? Wenn du mit den Leuten reden könntest, um sie zu überzeugen, was anderes den zu nehmen. Den Kühlschrank, den schmeiß ich nicht weg, ganz ehrlich. Ich pack den in den Kühlschrank, ich schmeiß den nicht weg. Lass uns das testen. Also nicht morgen, wenn der Gourmet da ist, glaube ich. Ja, was will der? Ah, nee, der... Oh, nee, ich spoiler dich jetzt nicht. Ich weiß, was bei dem war. Wir können das gegebenenfalls morgen... Lass uns das testen mit dem Aufwärmen, aber ich erinnere mich dran, wie weißt das du, mit dem war. Weißt du, was der hatte?
Was der wollte? Oh nee, nicht ja, zusammen aufweichen, dann mach du alleine. Ich spoiler dich nicht. Ja. Weil es cool war. War sehr cool. Okay, na, da bin ich ja gespannt. Gut, dann würde ich sagen, wir bereiten alles vor, beenden die Schicht und gehen in den nächsten Tag, oder? Ja. Sehr gut, wir haben alles. Topf steht hier unten auf dem Boden, warum auch immer. Bei mir stand er hier oben drauf. Oh, Suppe ist noch nicht fertig. Wollen wir noch Suppe vorkochen? Weil Suppe können wir ja echt vorkochen, oder? Das ist übrigens Topf in der Hand. Ja, ich will, dass der umkippt. So, Wasser 1, 2, 6. Der hat zu viel Wasser drin, wie kippe ich denn das aus? Umkippen, keine Ahnung. Umwerfen, so. Ruhmespunkte, wieso habe ich denn eigentlich erst nicht mal einen Stern Ruhmespunkte? Das ist ja schon peinlich, jetzt oder? Hab kann ich eigentlich neue Speisen freischalten? Nee, ne? So, das passt. Mm-mm. Was, nochmal Hühnersüppchen oder was? Ja, Hühnersuppe, Tomatensuppe, ne? Na, Tomatensuppe brauchen wir nicht. Warte mal, 1,2 Liter Wasser. Ich bin jetzt beim Gemüsetypi. Was brauchen wir noch? Also ich nehme noch mal Tomaten mit, nehme mal Zitronen mit. Ja, Zitronenscheibe, zwei Stück. Petersilie. Grüne Paprika. Ach, ich tobe mich immer aus. Zwei Stück Hühnerbrühe brauchen wir einmal. Die hauen wir auch noch hier rein. So, zack. Oh. Was sind Hähnchenspieße? Das ist Hähnchenbrust geschnitten. Brust geschnitten. Ups. Für die Hühnersuppe bist du. Ja, 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 ja. So, warte, dann hier noch Hähnchendings rein. Hähnchenspieß 8. Ah ja, also noch, also zwei Brüste. Genau. Quasi. Ja, zwei Brüste sind auch besser wie eine Brust. Muss man ja auch einfach mal so sagen. Rechts und links, gell? So. Upsa. Perfekt. Anschalten, kochen. Hast du Zitrone drin? Ja. Oh Gott, ja, weil ich gerade hier Zitrone schneide. Zitrone ist drin. Ja, ja, ja. Hähnchenspieße, Wasser und Hühnerbrühe. Ist alles drin. Glaube ich. So, ich glaube, es sieht ganz gut aus. Sollte fertig sein. Gut, dann kannst du den Rest noch reinpacken. Suppe ist fertig. Was hauen wir morgen auf die Speisekarte? Denselben Knet wieder, oder? Dann ja, müssen wir uns erstmal auf den Typi konzentrieren. Und wir brauchen noch Anzünder. Ich hole mal noch schnell Anzünder. Ja, ich räume gerade noch aus. Dann mache ich den Spieß soweit noch wieder fertig. Weil der geht auch flott. 13,7 auf dem Konto. Geile Scheiße, ey. Soll ich dich dran erinnern, wie viel du mal hattest? Na 15 oder so, nee, viel mehr war es nicht. Bei 40? Über 40? Ja. Oh, dann ist das wohl mein Konto, was ich gerade im Kopf habe. Oh, wow. Sorry. Abgehoben. Rolex am Arm. So, hast du alles? Nee. Warte, lass mich doch hier. Sag mal. Lass mich doch mal. Soll ich meine Knobi hier noch klein schneiden vielleicht? Kein Problem für mich. Schneid meine Knobi klein. Nein, gib ihn mir wieder. Achso, brauchst du? Ja, ich will das hier auf meinem Tellerchen anrichten. Dann weiß ich, welches Rezept das ist. So. Okili, du Kili. Dann würde ich sagen, ab geht die Wiederreise. So, dann müssen wir hier noch. Ich mach mal kurz diskret hier aus, so. Das hier noch sauber machen. Ja. Also ich nehme den Dönerteller, so. Abwasch hier noch machen. So, perfekt. Gut. Super. Haben wir's. Können wir den Tag ausklingen lassen und morgen. Oh, da bin ich echt gespannt. Ich überlege, ob ich hier vielleicht. Ach, diesen einen Tisch hier, ey, das geht mir echt auf den Geist, gib mir das. Ich nerv das voll mit den großen Tischen. Dann so, nimm naja, die doch komm. Hier schnell weg, die mittleren. Nee, hey, komm, scheiß drauf. Okay. Mach ich in Ruhe. Okay. Umgestaltungstechnisch mache ich in Ruhe. So, einfacher Dönerteller habe ich jetzt hier. Gut. Dann einmal Feierabend machen. Okay, alle Gerichte sind ein Level aufgestiegen. Das bedeutet ja auch, sie werden doch, also man verdient auch mehr Geld damit, ne? Ja. So. Wie viele Kunden haben wir insgesamt gehabt heute? 23, ja. Gell? Nee, 17. Ach, oh ja, ist ne. Kunden 20. Ah, ja, ja. Okay. 17 Kunden, gestern 23. Das war echt ein Spitzentag. So. Gut, einmal pennt, der große Tag ist kommt. Rezept freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Frikadellen. Magst du nicht? Doch, Frikadellen sind gut. Frikadellen. Warte, Frikadellen. Freischalten. Ja, wollen wir Frikadellen machen? Wenn wir die schon neu haben? Ja, die sind eigentlich, also müssen wir nochmal wieder neu in eine Schale das packen. Da haben wir das jetzt, glaube ich, nicht fertig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Achso, da warte mal. Da. Dann lass uns doch mal. Genau, da brauchen wir nämlich Semmelbrösel für, genau. Und Kreuzkümmel. Also das nochmal in der Schale extra.
Es muss auch wieder durch dieses Knetding durch. Ja, 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 ja. Genau. Und dann hätten wir nochmal eine Extraschale, wo das drin ist. Ja, pass auf. Dann lass uns mal Folgendes machen. Lass uns mal gucken, was wir noch da haben. Wir müssen ja auch mal ein paar Reste verwerten, weißt du? Okay. Oh, wer ist er denn hier? Jetzt kommst du! Was haben wir denn? Jetzt kommt der Christo und jetzt kommt der Typ hier? Ja, was haben wir denn vergessen? Ja, weiß ich nicht. Ich such mal. Verdorbene Lebensmittel. Du kannst es mal eng machen. Hier ist gar nichts verdorben. Irgendeine Strafe hier. Leck mich doch. Hey, Mann, ganz ehrlich. Hier ich habe keine Ahnung, hier ist nichts verdorben. Ist nichts verdorben. Nur, die Sachen sind nur verbrannt. Alles entspannt hier. So, warte mal. Ich mach, ich mach die Grill-Dingsies hier schon fertig. Ich glaube, ich lehne erstmal hier dran. Guck mal, wir haben nämlich noch eine Schüssel hier mit Hackfleisch, Salz, Chili-Pfeffer und Salz, schwarzer Pfeffer. Was sind denn das? Schwarzer Pfeffer ist der Spieß. Und Chili-Pfeffer? Warte. Könnte eventuell... Heißt der Hähnchenspieß? Nee. Der Auberginenspieß ist... Mit was ist der? Der ist mit Chili-Pfeffer. Nee, war das Tomatenkebab? Ja, Tomatenkebab. Das ist der Spieß mit Tomatenkebab. Also machen wir Tomatenkebab? Ja. Tomatenkebab machen wir. Dann machen wir... Einfacher Döner-Teller, weil den habe ich schon draufgesteckt. Süppchen machen wir wieder Hühnersüppchen. Und wollen wir noch die Fleischbällchen machen? Oder ist ja, zu viel? Wie gesagt, da brauchen wir ja noch eine mach neue mal Dings. Nicht. Mach mal nicht. Mach mal. Ey, der Typ kommt heute, ganz ehrlich. Guck mal. Der Typ, die kommt, hier ist auch schon schön eingedeckt für den. Der kommt heute, das machen wir nicht. So, ich mach mal das Süppchen statt, klar. Ja, ich bin am Tomaten-Kebab-Ding. Oh, können wir auch schon mal einschalten. Zap, zarab. Wird dann noch mit drauf. Süppchen hier rein. Wie viel Suppe muss denn so eine Schale überhaupt? 1,2. Achso, so eine Schale 0,25, glaube ich. 2,8, irgendwie so. Oh. Muss da Petersilie rein? Tomate. Nur Tomate. Bei Hühnchen nicht. Bei Hühnchen muss nichts rein? Nein. Einfach so, wie es hin ist. Warum, was sagst du dann denn Tomate? Hitze nein, null. Oh, das Ding war aus. Ja, natürlich sind die aus. Och, nee, ey. Mach mal an, wir brauchen neue Suppe. Kann das alles nicht mehr. Kartoffeln und Zwiebeln. So, dann nochmal Suppe machen. So, jetzt ist heiß. 0,25 sagst du? Ja, mach mal 0,2 oder mach 0,3. Das ist nicht verkehrt. Ja, okay. So, jetzt aber. Servieren. War immer noch nicht richtig heiß. Jetzt müsste es heiß sein. Jetzt ist es bei mir rot. Ja, was vorhin auch gerade. Egal, komm. Gut, dann den Kollege hier einmal drauf. Wir haben die Kartoffel haben wir noch. So, dann schneide ich einmal die Kartoffel. Ich habe doch hier schon. Hey. Was denn? Das Tomatending habe ich hier fertig. Nee, will ich doch gar nicht. Mach du doch nur deins. Kannst lass du mich da doch mal weggehen? Ich krieg meinen Spieß nicht. Ja, mach du deins, ich mach meins. Immer das Durcheinander hier. Ja? Immer in ungelegte Eier mit reinhängen hier als Hobbykoch. Das geht so nicht. So, kannst der du Kollege jetzt dich ist auch oder mich? Die Frage, junge Dame, ja, die erklärt sich ja von selbst. Achso. Ist ja wohl mal ganz klar. Okay. So. 5 Scheibchen. Das brutzelt auch schon schön durch. So. Du machst die Spieße, ja? Ja. Ich bin halt mal gespannt, wie das wird. Weil, genau, jetzt nehme ich die Tomaten. Zeigt er an, verbrannt. So, ich halte das mal kurz. Das Fleisch ist aber noch nicht fertig. Wie soll denn das funktionieren? Ja, das ist blöd. Ja, ja. Dann vielleicht... Hab ich ja gedacht. Dann muss man es vielleicht die Tomaten später auf den Spieß stecken. Ups. So, ja, das können wir nochmal testen. Aber das ist schon blöd, finde ich. Ja. Oh! Hier war vergammeltes Essen drunter. Oh. Wie das denn? Hier sind 2 Teller. Guck mal, das eine ist vergammelt. 99, 100. Das ist auch vergammelt. Nee, guck mal, siehst du das hier? Ja. Ich soll es mal wegnehmen? Mm-mm. Nee? Mm-mm. Da sind 2 Teller übereinander gebackt irgendwie. Komm, scheiß drauf, wir machen auf. Heute ist der Tag. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Oh mein Gott, ey, ich bin so aufgeregt. Wir sind bereit. Ich hoffe es, ey. Doch, ne? Ah, natürlich. Ich bereite den nächsten Spieß hier nochmal vor. Überlege, ob ich die Hühnersuppe wirklich nochmal austausche, ey. Haben wir noch Hühnerbrust? Nee, haben wir auch noch. Warte mal, ich hole mir noch 2 Hühnerbrüste. Ja. Brauchen wir sonst noch was? Ripper ist auch alle, ne?
Ja. Ein Ribei, zwei Brüste. Schwanzfett noch da? Einmal. Okay. Immer scheiden. Der Typ kommt bestimmt gleich, ey. Mm. Sagt ihr, ey. Bin ich. Ich hab Angst. Es ist alles in Ordnung. Ich hab Angst. Warte, lass auf das Brett hier, Männchenskinder. So, Brust. Brust. Und Fett. Fertig? Wo warst du? Schwanzfett gesehen? Achso, da oben. So, warte mal, da können wir das auch gleich noch schnibbeln hier. Auf den Zwiebeln. Zap. Okay, perfekt. Das da rein. Dann noch eine Zwiebel. Den Kollegen auch schon mal schneiden. Hey, wo ist die Kartoffel hin? Die habe ich, hab ich verbraucht. Oh, da, warte, dann hol ich nochmal Zwiebeln, Kartoffeln. Und die Leute, warte mal, ich kassiere die nochmal schnell ab. Nee, mach ich, hol du. Ich mach das. Okay. Hol du, alles gut. Ich habe hier unter Kontrolle. Geh du einkaufen, ich mach den Kassierer. Okay. Hast du schon wieder die Kohle eingesteckt von der einen? Ich werde gleich da sein. Ja. Hoffe, mein Tisch ist reserviert. Oh Mann, Skadia kommt! Alles gut, Alter, alles gut. Meine ich. Er kommt. Er ist schneller. Der Chefkoch kommt hier, der Gourmetkoch. Das Restaurant muss leer werden. Verpiss dich. Ich kenne den, der ist ganz entspannt. Der ist ganz easy. Bist du dir sicher? Oh ja. Okay, alles das klar. Wird. Nächster Teller. Sorge dich nicht. Also, ich hoffe es. Okay, ich wasche eine Weile schon mal ein bisschen ab. Oh Mann, ich bin gespannt, was er... Oh, da ist er! Nee, ist er nicht. War er aufgeregt. War er gar nicht. Und hier diese Nervosität. Ey, das ist eine Katastrophe. Ich kann das alles nicht. So, hier nochmal aufwaschen. So. Er ist noch nicht da, oder? Nee, er ist noch nicht da. Teller abräumen. Hier ist auch noch ein Teller abräumen. Sag mal, was machst du überhaupt da hinten? Gemüse schneiden. So, jetzt das noch abräumen. Sehr gut. Müll wegräumen. Oh, jetzt hauen die hier Müll hier rein, jetzt wo der kommen will, ne? Der ist immer noch nicht da, ey. Der kommt nicht. Der steckt bestimmt im Stau fest. Ja, wahrscheinlich. Der hat sich bestimmt verfahren oder so. Scheiße, wo ist er denn? Ey, und sieht jetzt ein Gericht aus oder bin ich doof? Der ist da! Ganz entspannt, ganz entspannt. Der ist da! Lass ihn sich... wo denn? Nein, das ist ein anderer. Ach da, ja. Der ist da, ja. Ich gehe mal hin. Hallo, Sir. Ja, ich kümmere mich um den Rest. Was kann ich für Sie tun? Also, wir hätten heute mal... Es riecht gut, aber etwas fehlt. Süßer Duft nach Bäckerei. Okay. Bäckerei? Achso, Hallöchen, ich bin Tiny Tony. Du kannst dir wahrscheinlich denken, warum man mich so nennt, oder? Ja, vielleicht. Ich flüstere dem Teig zu, mein Freund. Ich knete ihn mit Liebe und bin berauscht vom Duft des gebackenen Teigs. Das kann ich dir beibringen, wenn du meine Prüfung bestehst. Magst du Geheimnisse? Wähle eine der drei Dosen aus, die ich dir geben werde. Und koch mir ein Gericht mit den Zutaten, die darin sind. Was meinst du? Kannst du das? Oh nee, ey, so ein Hundling. Ernsthaft jetzt? Scheiße, es sind drei Dosen. Was nehme ich denn? Such dir eine aus. Tu es, tu es. Ich habe die hier genommen. Genau. Hinstellen und da sind die Zutaten drin. Ganzes Huhn? Ein ganzes Huhn? Eine rote Paprika, grüne Paprika, Petersilie, Zwiebel, Zitrone? Ja. Was denn für ein ganzes Huhn? Das kannst du schneiden. Ich habe das ganze Huhn. Ich mal drauf und zerschnippel es. Ja, dann lass mich hier hin. Ja. So, warte. Ja. Ich bin zu aufgeregt. Ganzes Huhn. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen Hühnerflügel, ein Hühnerbein und Hühnerbrust. Okay, pass auf. Ich glaube, wir machen dem... Was waren da noch drin? Wir machen dem Hühnerbein, oder? Nee, Hühnerbein... Ich würde ihm einfach mal alles hinlegen. Alles, was du zubereiten und köcheln kannst, würde ich ihm auch anbieten. Okay. Hähnchenbrust einmal, Salz, Chili, Pfeffer, rote Paprika. Hähnchenbrust, Salz, warte, Salz... Okay, nicht versagen jetzt, Manus. Nicht versagen. Chili-Pfeffer hatte ich gesagt, ne? Ja. Okay, das ist schon mal fertig. Ich brauche einen Teller. Muss das vorbereiten auf den Teller. Ich meine, wir haben ja so viel Zeit, wie... wir können es ja so viel Zeit nehmen, wie wir wollen, ne? Genau, genau. Der wartet. So, sollte er zumindest. Wir haben keinen Timer. Chili-Pfeffer, Salz, rote Paprika, grüne Paprika, Kartoffeln. Ich pack die Box mal aus, ne? Guck mal hier. Da, grüne. Ich lege die Sachen da alle hin. Rote Paprika. Da. Grüne Paprika. Kann man das eigentlich auch schneiden? Ja, da kriegst du so diese Scheiben raus. Ah. So, Box ist leer. Warte. Wo hast du das Rest jetzt hingelegt? Es liegt hier alles. Paprika. Auf deiner rechten Seite.
Paprika, Rezept. Zwiebeln, Zitronen, Petersilie. Nee, warte mal. Scheiße. Kartoffel drin? Nee, da war keine. Dann geht das ja schon mal nicht. Wir haben aber noch welche. Möchtest du haben? Bitteschön. Achso, können wir auch so nehmen? Ja, also ich sag's mal, klar, warum nicht? Also er möchte ja Sachen aus, die Sachen, die er dir gegeben hat, da sollst du was draus zaubern. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass du es nicht... Mein Kopf ist kaputt. Also warte mal, nochmal. Mein Kopf ist gerade kaputt. Das ist eine absolute Katastrophe. Rote Paprika habe ich, Chili-Pfeffer habe ich, Salz habe ich, Kartoffel habe ich, das habe ich. Okay, das ist das erste Gericht. Soll ich das schon fertig machen? Ja. Okay, ich schmeiß das da drauf. Warum das erste? Wie das erste? Ein Gericht. Ach, soll ich nur ein Gericht machen? Ja. Ja, aber ich habe jetzt nicht alle Sachen verwendet. Ja, das ist, guck mal, dann zack. Zack. Ich brutzel das hier, das packen wir da dann gleich wieder mit drauf. Dein Fleisch muss gedreht werden. Ja, warte. Oh, scheiße. So. Fertig. Oh. Nein, nicht nochmal drehen. Ja, ich seh's. Oh, so, Hähnchenbrust, komm her. Willst du dem das alles da drauf packen? Ich meine, war da nicht noch mehr drin? Nee, das sind die Sachen, die jetzt hier liegen. Guck hier, die Zitrone, Zwiebeln und Petersilie. Das war da auch noch mit drin. Na, was, wollen wir das mal mit drauf machen? Also sagen wir es so, ich habe ihm einfach alles draufgeworfen. Ja, dann lass er die Zwiebeln noch anbraten. Und Zitrone machen wir ihn so mit drauf. Ja, guck mal, ich leg noch Petersilie mit drauf, so. Da, genau. Hühnerbein ist gleich fertig. Das muss ja gedreht werden. Ist doch schon komplett. Achso, das hat mir falsch angezeigt. Okay, sorry. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Tut mir leid. Ruhig. So, okay. Boah, die Scheiße wird doch schon wieder kalt hier. Komm, mach die Zwiebeln jetzt hier. Was machst du denn mit dem Teller? Warte, lass mich den Teller hinschaffen. Ja, mach mal. Ich will doch gar nicht dran. Deine Zwiebeln sind... Ab geht die. Sind sie nicht. So, bitteschön. Oh. Ausrufezeichen. Nicht gut. Okay. Er guckt ein bisschen grimmig, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, was ich sagen soll. Anna, er guckt ein bisschen grimmig. Aus Liebe zur Bäckerei. Das ist köstlich! Yay! Glückwunsch! Sie haben das Zeug dazu, aber ein guter Koch sollte sein Können auch in der Bäckerei zeigen können. Ich habe dir ein neues Rezept eingetragen. Sie sollten sich einen Ofen und einen Mixer zulegen. Bis später, Junge. Hey! Oh mein Gott. Ey, bezahlen! Hey, hallo! Ey, bezahlen! Er hat doch die Zutaten selber mitgebracht. Achso, stimmt auch wieder. So, closed jetzt, Feierabend. Hier habe ich keinen Bock mehr drauf. Petersilie hat er uns sogar noch übrig gelassen. Das ist anscheinend eine sehr gute Petersilie. Warte mal, Ach komm, die Dame möchte noch was essen. Da kommen sie noch rein, komm. Wir haben noch ein bisschen was hier drin. Sie will doch nicht mehr. Was? Sie doch nicht mehr? Ist sie? Oh, guck mal, komm mal. Der Tag ist noch lange gar nicht vorbei. Noch lange gar nicht vorbei, ja. Noch lange gar nicht vorbei ist der Tag auf jeden Fall. Ja. So, pass auf. Döner-Teller ist jetzt auch gleich aus. Oh, nee, ey. Das war ja eine wilde Nummer. So, was habe ich denn jetzt hier alles Neues gekriegt, sag mal? Da muss ja einiges dabei gewesen sein. Nicht Gebäude. Doch, Gebäude. Und dann wollen wir mal Station. Oh, einen Mixer haben wir gekriegt. Sag mal, wann können wir denn eigentlich das Ding hier vergrößern? Kann man das nicht auch irgendwann machen? Das wurde mir so gesagt, ja. Also ich glaube, dass man halt noch eines der anderen Nebengebäude bekommt. Servicetheke aus Metall. Na, guck einer an. Hm. Hattest du noch... Ja, okay. Nee, schon gut. Okay. Speisekarte. Ich guck mal, wir haben ein neues Gericht freigeschaltet. Und zwar... Hotdog! Ja, es müsste noch eins sein. Herzkekse. Ja. Oh, Hotdog und Herzkekse. Wunderbar. So, jetzt müssen wir aber mal ganz kurz gucken, was die nächste Tante will. Die will Hotdogs, Hamburger und Zitronenspieße. Ach du heiliger Bimmer. Alter, wie viele gibt's denn hier noch? Monsieur Anton noch, Abby noch, der Master am Schluss. Elena kommt als nächstes. Das ist ja eine Katastrophe. Aber warte mal, hier muss noch irgendwas sein. Speisekarte? Leberspieße? Kann ich noch was freischalten? Nee, irgendwie nicht, oder?
Weißt du gerade? Nee, perfekt. Gut, passt alles. So, dann. Ich mache den Service übrigens, kein Problem. Ich koch gerade nach. Der Döner-Teller ist nämlich aus. Döner-Teller ist aus? Ja. Döner-Teller ist aus. Ich bin immer so aufgeregt, wenn so ein Dings kommt. Weißt du, ich habe dann immer Angst, da was zu verkacken. Weil das Problem ist, wenn du das dann genau das verkackst, ja, dann ist ja immer scheiße. Weißt du wie? Ja. Weiß aber gar nicht, kann man das überhaupt verkacken? Das weiß ich auch nicht. Oh Mann, stell dir das mal vor, ey. Du verkackst. Na gut, dann musst du den halt nächsten Tag nochmal einladen wahrscheinlich. Ich denke mal auch, dass man mehrere Chancen da hat. Ja, ja, bestimmt. So, sag ich mal so, ich habe das auch beim ersten Mal direkt geschafft. Aber da war es halt genauso. Du hast ja kein richtiges Rezept. Ja, ja, kochst du einfach was zusammen. Will. Genau. Ja, ja. Nee, das ist ja in Ordnung. So, was will der jetzt? Guck mal, die essen alle die Spieße. Das brauchen wir vielleicht gar nicht mehr. Aber jetzt ist fertig. Hey, 198, 100. Damit habe ich nicht gerechnet. So, sehr gut. Der isst noch Spieß, der isst noch das. Hier hinten, der Kollege ist noch fertig. Ja, wunderbar. Das kommt alles in den Müll. So, was kommt Müll? Dein Döner-Teller von gestern. Der im Kühlschrank stand. Ah, ging nicht mehr? Hast du den mal probiert? Also ich sag's mal so, ich habe das Gemüse davon genommen, aber das Fleisch nicht mehr. Okay, aber tatsächlich hättest du das wahrscheinlich noch mal warm machen können, oder? Ich vermute es, ich habe mich aber nicht getraut. Hättest du mal probiert, scheißegal. Sag mal, brauchen wir für diese Buletten, brauchen wir doch ein neues Gewürz auch, ne? Ja, also auf jeden Fall Semmelbrösel und das andere war Kreuzkümmel. Ja, mach du mal hier. Ich hol mal Kreuzkümmel und Semmelbrösel. Er liest nochmal. Ich bin der Meinung, dass es die beiden Sachen waren. Was haben wir denn hier alles? Da, Semmelbrösel. Und Thymian. Gewürzglas mit schwarzen Pfeffer, Rosmarin. Minze. Kreuzkümmel. Da oben. So, was haben wir hier noch alles? Zuckerpackung. Ach, da werden wir wahrscheinlich auch schon mal welche mitnehmen können. Zuckermehl. Schokoladen, Dings, genau. Mehl. Okay. Sehr gut. Warte mal, bei das den haben wir, Dingsies haben wir. Hier. 2000 für ein paar Lebensmittel, ey, das ist da auch lächerlich. Genau, Kreuzkümmel war richtig. So. Kreuzkümmel gefährlich. Okay, der war nicht witzig, habe ich das Gefühl gehabt. Mehl hier unten rein. Ja, es ist kein Problem für mich. Es ist kein Problem für mich. Okay. Ich komme damit klar. Na gut, dann bin ich ja froh. Dann bin ich ja froh. Auch ein schlechter Witz gehört mal dazu. Durchaus, sonst weiß man die Guten ja auch nicht zu schätzen, gell? Richtig. Hast du Kohle auch? Nee, Kohle hat's nicht geholt, gell? Was ist hier oben? Brauchst du das nicht? Ja, aber wir haben viermal Anzünddings und nur zweimal Kohle. Ich mag sowas nicht. Oh, ich mag sowas nicht. Ich mag sowas nicht. Guck, jetzt muss man kurz herkommen. Ich hab unser Rezept einmal weggenommen. Unser fertiges Essen von heute. Lol. Eben habe ich es gesehen unter dem Deckelding. Jetzt komme ich an das Gammelfleisch nicht mehr dran. Nee? Nee, guck mal, die das Fliegen sind das, hier noch. Das war auch das, was der Typ da ach, scheiße. Warte mal. Nee, das war auch der, was er da beanstandet hat, der Typi. Ja, scheiße, ist halt so. Ja. So, ja, komm, lass Feierabend machen hier, ey. War anstrengend genug der Tag. Scheiße, Licht aus, fertig. Gut, dann, meine Lieben, werden wir den Tag noch eben abschließen. Oh, es war schon cool mit dir. Immer wenn diese Gourmets kommen, ist schon ein bisschen Spannung. Ja. Das musst du einfach mal sagen. Ist dann schon was Besonderes. So, der Tag heute hat, mal gucken, wie viele Sterne er gekriegt hat. 9 Sekunden haben wir bedient, immerhin. 3 Sterne. Oh krass, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Perfekt. Ich weiß gar nicht warum, eigentlich hatten wir alles gut, ne? Na egal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut gerne bei Skadi vorbei. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüssi.